Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 4. November 2017? Heute ist Vollmond. Was bedeutet ein Vollmond? Das bedeutet, dass die beiden Lichter, Sonne und Mond, gegenüberstehen. Mond hat kein eigenes Licht. Die Sonne bestrahlt der Mond und das, was wir sehen, weil die Mond spiegelt uns das wieder. Wenn die beiden Lichter gegenüberstehen wie heute, dann ist es Vollmond, weil dann kann die Sonne den Mond ganz und voll bestrahlen. Mond bewegt sich schneller als der Scheinbewegung die Sonne, weil wir wissen, die Bewegung macht gar nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber wir vereinfachen das alles und wir sprechen dann mit Sonnenbewegung. Mond ist schneller als diese Scheinbewegung der Sonne und verlässt diese Position, entfernt sich von dieser Verbindung und bekommt weniger Licht. Ganz logisch. Und beginnt die abnehmende Mondphase. Wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, sich treffen, das heißt Konjunktion, mit anderen Worten, sind im gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl, dann ist es Neumond. Und weil Mond schneller ist, entfernt sich schnell von dieser Position, entfernt sich, immer mehr Sonnenlicht bekommt und wir erleben das als zunehmende Mondphase. Aber heute ist Vollmond, das heißt, die Sonne bestrahlt den Mond voll und ganz. Die Scheinbewegung, die Sonne, ist in Tierkreiszeichen Skorpion und Mond und auch unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Stier. In diesem Moment, wenn das exakt ist, dass Sonne und Mond gegenüberstehen, steigt in Osthorizont auf die Tierkreiszeichen Skorpion. Und gegenüber geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Stier. Und es ist astrologisch Ich und Du. Mit uns Selbstbewusstsein oder auf uns selbst achten. Das ist die Skorpion, was gerade in Osthorizont aufsteigt. Ich bin's mit mir bewusst. Aber es spiegelt sich gleichzeitig die Mond wieder und das ist das Du. Und es ist nicht irgendwelche Du, sondern das ist der Seelenpartner oder Seelenpartnerin oder eine karmische Bindung, weil heute spielt die Karma auch eine Rolle. Aber das erkläre ich gleich. In jedem Fall ist es die Waageschale, das Gleichgewicht, Ich und Du. Das bedeutet, wir sollen nicht egoistisch sein und andere ignorieren, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen, aber wir sollen auch nicht uns auch opfern und nur für andere uns einsetzen und wir kommen zu kurz, sondern es ist wichtig, im Gleichgewicht zu halten. Das ist die Balance. Und wichtiges Thema ist eindeutig in die heutigen Vollmond Liebe, Partnerschaft, auch karmische Verbindungen. Warum? Weil die Himmelsmitte befindet sich die aufsteigende Mondknoten in der Kreiszeichen Löwe und im Himmelstiefe befindet sich die absteigende Mondknoten in der Kreiszeichen Wassermann. Das ist die karmische Knoten.
Im Wassermann im Himmelstiefe ist gerade die Vergangenheit, die alte Karma. Und im Himmelsmitte in Tierkreiszeichen Löwe die neue Erfahrungen, die Entwicklung, die neue Wege, das, was wir noch nicht kennen. Aber das Schicksal lenkt uns in diese Richtung. Was ist die Thema? Liebe Partnerschaft, karmische Begegnungen. Damit sollen wir heute bewusst sein. Da brauchen wir die Klarheit. Wir brauchen die Orientierung. Und ein Vollmond gibt uns die Klarheit. Und da gehe ich immer wieder auf die indische Astrologie zurück, weil die Inder bezeichnen der Vollmond als Glück. Weil die Mond, dieser Vollmond, ist im vollen Licht, bestrahlt den Weg. Wir sehen auch mehr in solchen Nächten. Und das bedeutet auf unserem Schicksal, wir sehen etwas. Wir sehen unseren Lebensweg. Und heute spielt die Karma auch eine Rolle. Dazu noch, dass die Sonne bekommt einen Einfluss von dem nördlichen Schale und die südlichen Schale. Das sind Sternbilder im Himmel. Das war früher noch in Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist die Schere des Skorpions. Wenn wir das betrachten auf dem Seite von Jungfrau, dann ist das nichts anderes als die Waage, was die Jungfrau im Hand hält. Die Römer haben daraus ein Tierkreiszeichen gemacht und verehrt. Und das ist die Tierkreiszeichen Waage, Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Liebe, Partnerschaft. Das, was heute auch spiegelt. Die Tierkreiszeichen Waage hat Analogie zu dem siebten Haus im Horoskop, was die Partnerschaft betrifft. Das, was spiegelt auf uns, der Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil diese beiden Schalen, südlichen und nördlichen Schalen, haben einen Einfluss auf die Sonne heute. Und damit sollten wir auch klar werden. Und was für Einfluss hat der Mond und unserem Planet Erde? Weil das dürfen wir nicht vergessen. Unser Planet Erde bewegt sich in diesem gleichen Bereich, wo gerade die Vollmond befindet. Einmal hat ein Einfluss von Sternbild Andromeda, der Fuß der Andromeda. Und die zweite Einfluss ist der Sternbild Walfisch. Und das besser zu verstehen, erzähle ich die mythologische Geschichte dazu. Wer ist diese Andromeda? Und wer ist diese Walfisch? Und warum will die Walfisch uns fesseln? Und warum bewegt sich Andromeda? Weil das ist die Fuß der Andromeda, einen Schritt zu machen. Das besser zu verstehen können wir, wenn wir die Mythologie kennen. Es gab eine Königin, Cassiopeia. Diese Cassiopeia ist auch ein Stammbild im Himmel. Diese Königin Cassiopeia prahlte überall. Ihre Tochter Andromeda, und Andromeda ist auch ein Stammbild und beeinflusst den Mond und unseren Planet Erde gerade. Also diese Königin prahlte, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste überhaupt, schöner sogar als die Meeresjungfrauen. Wir sollten aber wissen, dass die Meeresjungfrauen waren auch schön. Und sie fühlten sich natürlich verletzt und sie haben sofort bei Poseidon beschwert. Wer ist dieser Poseidon? Poseidon war der Gott des Meeres, was nichts anderes ist als der Planet Neptun. Also Cassiopeia hat geprahlt und die Meeresjungfrauen haben bei Poseidon oder bei Neptun beschwert. Neptun oder Poseidon schickte Walfisch zu diesem Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Das ist dieser Walfisch.
was auch ein Sternbild ist im Himmel und bestrahlt unseren Planet Erde und bestrahlt dieser Vollmond heute. Also ging dieser Meeresungeheuer, dieser Walfisch im Königreich, folgte zwar nicht, was Poseidon gesagt hat, sondern dieser Walfisch nahm Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda konnte nicht mehr bewegen, war die gefesselte Königstochter. In die Nähe war Medusa. Medusa war furchterregend. Und die Geschichte erzählte, jede, wo Medusa geblickt hat, hat so Angst bekommen, dass sofort gefühlt hat wie ein Stein. Das sind die Ängste, symbolisch natürlich. Dann kam Perseus mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel und schneidete den Kopf der Medusa ab. Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich verliebt. Und dann kam die geflügelte Pferd Pegasus. Dieser Pegasus ist auch ein Sternbild im Himmel. Und die beiden Liebenden sind geflogen mit diesem geflügelten Pferd. Diese Geschichte erzählt Punkt 1 Angst. Andromeda hat Angst gehabt. War gefesselt, unbeweglich wie ein Stein. Und Perseus hat befreit von diesem Fessel. Symbolisch sagt es für uns aus, wir können erst Schritte machen, wenn wir von unserem Ängste befreit sind. Weil wenn wir Angst haben, dann sind wir wie ein Stein und sind wir gefesselt, also unbeweglich, können wir nichts bewegen in unserem Leben. Und das sind die Stolpersteine in unserem Leben. Also befreit zu sein von unserem Ängste, weil erst dann bekommen wir Flügel. Das symbolisiert Pegasus, dieser geflügelten Pferd. Also das sollten wir vielleicht mal im Klaren sein, gerade in einem Vollmond, wo Klarheit gibt und beleuchtet unserem Lebensweg. Und das sollen wir auch sehen, in welche Richtung wir gehen. Und diese Geschichte erzählt, nun gut, aber mit Ängste geht es nicht. Also erstmal von Ängste befreien und dann diese Leichtigkeit spüren und die Schritte machen. Die Thema ist klar und deutlich heute karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen, karmische Verbindungen. Nicht umsonst steht die beiden Mondknoten in Himmelsmitte und Himmelstiefe. Wie ich schon sagte, die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf im Löwe im Himmelsmitte und die absteigende Mondknoten oder Drachenschwanz im Himmelstiefe im Wassermann. Also da ist Licht auch gegenüber, das ist die Richtung, eine Verbindung zwischen den beiden. Und die Balance gibt natürlich die aufsteigende Zeichen, das ist die Skorpion und Sonne im Osthorizont und die Zeichen, was gegenüber in dem Moment untergeht, im Westen und das bedeutet die Stier mit unserem Planet Erde und mit diesem Vollmond. Und diese beiden Plätze, Ost und West, ist ich und du, also unserem Selbst, unsere Auftreten, unsere Ausstrahlung und das Du. Und das ist nicht irgendwelche Du, sondern wie ich schon sagte, das ist der Seelenpartner oder Zwillingsflamme oder karmische Begegnungen, also wichtige Begegnungen. Und da spielt auch die Mondknoten eine Rolle. Noch dazu, dass die Liebesplanet Venus befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Waage und hat eine Verbindung im gegenüberliegenden Planet Uranus in Tierkreiszeichen Widder. Hier geht es auch um die Liebepartnerschaft und Uranus
ist Veränderungen, Umbrüche. Die Tierkreiszeichen wieder symbolisiert auch Neuanfang. Aber Uranus ist rückläufig. Manchmal bedeutet das, dass etwas noch bremst, aber oft bedeutet diese Rückläufigkeit Vergangenheit. Jemand von Vergangenheit, ein Neuanfang, eine Versöhnung. Aber diese Vergangenheit, diese Rückläufigkeit ist auch Karma. Also nochmal ein Zeichen für die karmische Wiederkehr. Begegnungen in die Liebe, ein Wiederkehr, eine Versöhnung von Vergangenheit kann auch eine karmische Begegnung sein. Und das ist das gesamte Vollmondposition heute. Und wir schauen die einzelnen Tierkreiszeichen an. Aber bevor ich das anfange, noch ein Hinweis, weil das ist auch sehr wichtig, besonders für die Schützengeborenen ist das sehr wichtig. Ein Planet kommt und einer geht. Planet Merkur bewegt sich ab 6. November in Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich, das sind Handlungen, Telefonate, Briefe, Kontakte, Informationen. Es bewegt sich etwas direkt bei den Schützengeborenen, indirekt bei den Wiedergeborenen und bei den Löwengeborenen. Sie spüren auch diese Energie, weil die gehören auch zu dem Feuerelement. Und ein paar Tage später verabschiedet Lilith und übergeht am 9. November übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Lilith ist momentan noch in die Schütze, nicht lange, übergeht ab 9. November in Steinbock. Es ist wichtig zum Wissen, eine wichtige Information, weil diese Lilith ist ein Prozess. Und das zu verstehen, vielleicht wieder mythologische Geschichte dazu, weil die Mythologie ist schon ein Symbolsprache und so versteht man besser die kosmischen Einflüsse. Diese Lilith ist nichts anderes als ein Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn. Das ist der weiteste Punkt, was die Mond überhaupt erreichen kann, von der Erde aus gesehen. Erreicht dieser Punkt, dieser Schnittpunkt, was wir schwarzer Mond oder Lilith nennen, und dann dreht sich um und nähert sich wieder zu unserem Planet Erde. Mond kreist um die Erde. Und das ist der weiteste Punkt. Und diese Lilith ist eine mythologische Gestalt, die erste Frau Adams. Aber diese Lilith hatte eine göttliche Abstammung. Und Adam war menschlich. Und wo das zu Liebe kam, zu Partnerschaft und auch zu Sexualität, natürlich, Adam war die Stärkere. Oder hat gezeigt, ich bin der Mann. Und Lilith hat das nicht gefallen und hat mal die Frage gestellt, wer ist hier wichtiger? Immerhin ist Lilith eine Göttin. Und das hatte Lilith nicht ganz gepasst und kehrte zurück ins Himmel. Adam bekam dann später Eva. Aber immerhin war das Liebe zwischen den beiden, Lilith und Adam. Und diese Sehnsucht ist nie verloren gegangen. Das war eine, könnte man sagen, eine telepathische Verbindung zwischen den beiden. Diese Sehnsüchte, aber doch eine unerfüllte Liebe. Was hätte Lilith machen sollen? Zurückkehren zu Adam, dann wurde das ein erfülltes Partnerschaft. Adam hat sie auch geliebt. Aber die Stolz oder falsche Stolz war stärker. Also hat sich von Adam entfernt. Aber das Gefühl blieb, diese Sehnsucht, dieser Wunsch, dieser Traum und auch diese telepathische Verbindung. Warum ist Lilith davongelaufen? Könnten wir die Frage stellen. Es ist gar nicht so wichtig, warum Lilith so gehandelt hat. Wichtig ist, dass diese Energiefeld auf uns auch wirkt. Und das sind Themen, wo wir Wünsche haben, Sehnsüchte, Träume. Und es wiederkehrt immer, so wie die Mond wiederkehrend erreicht immer wieder Lilith, immer wieder diese
Position und erinnert daran. Also das sind wiederkehrende Sehnsüchte, wiederkehrende Wünsche, aber wir neigen dazu, davon laufen. Das kann die berufliche Situation sein. Jemand hat die Berufung, ein Traum, vielleicht ein Kindestraum, war aber andere Erziehung, eine andere Ausbildung und jetzt die Job, die sichere Arbeitsplatz, das Haus abzuzahlen. Und das sind die Erklärungen dann, ich muss in diesem Arbeitsplatz bleiben, ich brauche diesen sicheren Arbeitsplatz, ich brauche dieses sicheres Einkommen, ich muss auch das Haus bezahlen, habe ich vielleicht noch Familie. Also kann ich nicht meine Berufung leben. Aber dieser Wunsch bleibt und es tut weh. Es kann natürlich anderen Bereiche sein. Ein Hobby zum Beispiel. Ich wollte immer Fußball spielen, aber ich traue nicht zu, weil ich habe am Anfang immer wieder versagt. Vielleicht habe ich Angst gehabt. Das trifft mich persönlich nicht. Ich habe diesen Wunsch nie gehabt. Aber als Beispiel. Und dann erklärt man das und traut es nicht zu. Hat man Angst, dass man versagt. Oft erleben wir diese Lilith-Energie in die Liebe-Partnerschaft. Eine Begegnung im Urlaub, Liebe auf ersten Blick. Dann kehrt man zurück von dem Urlaub und man erklärt, oh, er wohnt zu weit weg. Vielleicht hat sogar eine Freundin. Ich traue ihn gar nicht. Und das ist nur Urlaubbekanntschaft. Ich schreibe gar nicht zurück. Ich versuche, ihn zu vergessen. Aber die Sehnsucht, diese Träumerei bleibt. Und statt man ihn anruft oder besucht, läuft man davon, weil man davon Angst hat. Also das ist mal auch ganz typisch. In jedem Fall, das ist eine Kombination, wo man etwas wir wünschen, wovon wir träumen oder haben wir Sehnsucht, weil das Liebe ist. Das kann die Verliebtheit sein, aber auch Liebe zur Berufung zum Beispiel, wo man mit Herz dabei ist. Wir haben diese Wünsche und wir lassen das nicht zu. Und es bleibt unerfüllt. Und das ist ein Prozess, wo wir lernen, das zutrauen. Wenigstens mal probieren. Vielleicht klappt, vielleicht nicht, aber haben wir wenigstens probiert. Und das ist dieser Prozess, wo sich gerade die Schützengeborenen befinden und es ist nicht einfach. Aber dieser Prozess geht jetzt vorbei bei den Schützengeborenen und dieser Prozess beginnt jetzt bei den Steinbockgeborenen und ein Zeit lang haben die diese Themen, das werde ich im Tageshoroskop immer wieder erklären oder erwähnen. Dieser Prozess beginnt ab 9. November bei den Steinbockgeborenen. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an. Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Natürlich wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Das habe ich erklärt. Hier befindet sich der Vollmond. Hier befindet sich unser Planet Erde. Und die Stiergeborenen möchten auch Sicherheit, Stabilität. Ist auch ein Erdezeichen und das ist ein wichtiges Thema, aber wichtig auch auf anderen zuzugehen. Hier spiegelt das Leben etwas, also wichtig ist die Balance halten und nicht nur warten, sondern auf anderen zuzugehen. Nicht nur in die Liebe sollen auf anderen zugehen, sondern die Gespräche, die Kontakte suchen, weil das spiegelt auch etwas bei den Stiergeborenen. Also Thema ist Gespräche, Kontakte und Liebe, Partnerschaft. Und das Gleichgewicht und Klarheit, Orientierung und nicht vergessen die Geschichte über Andromede, angstfrei leben. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Es kommt auch zum Erfüllung. Die Zwillingsgeborenen haben auch Kraft und Mut. Aber heute ist unbeweglich, weil das ist alles wie eingesperrt momentan. Also es ist nicht der richtige Augenblick, aber wenn mutig sind und Chancen haben und Glück haben,
Trotzdem ist im Moment noch nicht richtig etwas beginnen, etwas in Bewegung setzen, sondern Sie brauchen noch eine gewisse Ruhe. Da liegt auch die Kraft. Oder etwas noch vorbereiten, bis diese Sperre vorbei ist und dann können die Zwillingsgeborenen etwas starten. Das kann die Liebe sein, das kann die berufliche Situation sein oder die wohnliche Situation. Auf jeden Fall gibt die Bewegung und die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist alles stabil, auch in ihren Gefühlen, auch im Emotionen und sehr gut ist bei den Krebsgeborenen gerade die Gespräche, Kontakte, Gespräche oder eine Nachricht. Die Krebsgeborenen fühlen sich noch ein bisschen kraftlos oder fehlt die Mut, etwas zum Starten, etwas Neues beginnen. In die Liebe, Partnerschaft sind noch Spannungen da, aber bald in die Tagen verbessert sich schon etwas. Und dann haben die Krebsgeborenen auch Glück in die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Thema. Und das ist die Himmelsmitte und das sollen sie bewusst sein. Also wichtig da aufschauen, was für Möglichkeiten, Chancen bietet die das Leben an. Es ist vielleicht nicht der richtige Moment zum Handeln, da fühlen sie die Löwengeborenen noch unsicher, aber dieser Vollmond zum Nützen, darüber mal Klarheit bekommen, das zu verinnerlichen und erst im kommenden Tagen, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Zwilling, dann kommt auch die Leichtigkeit und Bewegung, dann etwas Neues beginnen, anfangen oder kommen die Kontakte. Momentan ist hier auch etwas unbeweglich, aber nützlich, weil das sind die Momente, wo man wartet oder mal stehen bleibt für einen Moment, mehr Klarheit zu bekommen bei einer bestimmten Situation oder etwas noch vorbereiten oder ausruhen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen ist alles stabil, alles super, auch im Freundschaftskreis, auch in die Liebe, auch in berufliche Situation und in die nächste Zeit kommt beruflich ein Aufstieg bei die Jungfrau geborenen und sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Die Tierkreiszeichen Waagen geborenen ist wichtige Thema Liebe, Partnerschaft, auch Freundschaften, Kontakte, Begegnungen. Und nicht vergessen, dass Venus und Uranus stehen gegenüber, also Liebe, Partnerschaft auch, die Gleichgewicht halten, wenn etwas gegenüber steht. Das ist wie die Waageschale. Man sollte das ausbalancieren, im Gleichgewicht halten. Und was wir lernen, irgendwo in die Mitte treffen. Und das ist betrifft auch die Waagengeborenen und das Thema ist Liebe, Partnerschaft. Sie fühlen sich etwas unsicher und in den kommenden Tagen kommt aber mehr Leichtigkeit, auch mehr Klarheit. Also nicht verunsichern lassen, sondern in Ruhe bleiben, im Vertrauen bleiben, die Liebe anschauen, aber auch Freundschaften, wichtige Thema ist es und in den kommenden Tagen kommt die Bestätigung, kommt auch mehr Bewegung, mehr Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen. Hier befindet sich die Sonne und ein Einfluss auf Sonne von dem nördlichen und südlichen Schale, Waageschale, was früher noch zum Tierkreiszeichen Skorpion gehörte, die Schere des Skorpions. Hier muss auch etwas ausbalancieren und das ist die Liebe Partnerschaft. Und das ist sehr wichtig für die Skorpiongeborenen. Punkt 1, damit bewusst sein, dass sie eine ganz tolle Ausstrahlung haben. Also die haben überhaupt keinen Grund, unsicher zu sein, weil die wirken magisch auf andere. Es ist Anziehungskraft. Wenn das um Liebe, Partnerschaft geht, dann könnte ich sagen, dass viele Skorpiongeborenen haben gerade auch eine erotische Ausstrahlung. Immerhin, das ist die Tierkreiszeichen für Erotik. Und das, was sie können gar nichts dafür, so wirken einigen Skorpiongeborenen auf anderen.
Das ist die Auftreten, das ist das Ausstrahlung und damit sollen die Skorpiongeborenen auch bewusst sein. Aber das reicht manchmal nicht warten und warten, bis die Kontakte kommen, sondern es ist wichtig, auch mal auf anderen zuzugehen, weil das Du spiegelt gerade auf dem Skorpiongeborenen. Und das ist diese Vollmondposition, was ich Anfang erklärt habe. Das wirkt auf uns alle, aber insbesondere natürlich bei den Stiergeborenen ist spürbar und auch bei Skorpiongeborenen. Also wichtig ist, das Selbst nicht aufgeben, sich auch nicht opfern, bewusst sein, dass sie ganz starke, ganz tolle, könnte ich sagen, auch magische Ausstrahlung haben und wirken auf anderen und sie werden wahrgenommen. Also das Selbstbild muss auch stimmen und aber auch, sie sollen auch auf anderen zugehen, besonders wenn es um die Liebe geht. Ein Entgegenkommen oder Gefühlen zeigen oder Interesse zeigen oder die Kontakt suchen, das, was ich damit meine. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren haben eine Sperre im Bereich Werten oder Finanzen, also heute nichts investieren, auch nichts etwas kaufen, weil es kann sein, dass sie dann das bereuen oder ist es zu teuer, also auf dem Geld achten, aber achten auf das eigene Selbstwertgefühl. Weil die Schützengeborenen fühlen sich im Keller gerade und bei den Schützengeborenen ist es wichtig, dass sie auch damit bewusst sind, dass es ein Aufstieg kommt jetzt und sie werden auch wirken auf anderen und sie brauchen auch diese Auftreten, dieses selbstbewusste Auftreten, diese Ausstrahlung. Es ist nicht im heutigen Tag, aber das ist die Bewegung in den nächsten Wochen. Aber momentan ist wichtig das Selbstwertgefühl und zu sich selbst stehen und auf den Finanzen achten. Und die Selbstwertgefühl, das sind Wertschätzungen uns selbst gegenüber, hängt energetisch Hand in Hand zusammen mit den Finanzen. Und ich habe schon gesagt, Merkur kommt am 6. November, da bewegt sich einiges bei den Schützengeborenen, Kontakte, Verträge, Terminen und Lilith geht und die Schützengeborenen können mal aufatmen, die Prozess ist vorbei, diese ich habe Träume, aber ich laufe davon. Saturn verabschiedet dann auch Mitte Dezember, übergeht dann zu Tierkreiszeichen Steinbock. Und dann können Sie zweites Mal auch tief durchatmen. Die Lernaufgabe ist auch vorbei und werden die Schützengeborenen befreit fühlen. Und Sie dürfen nicht vergessen, Uranus wirkt jetzt hervorragend. Auch die Venus-Energie, Glück in die Liebe, Partnerschaft und Chancen, Möglichkeiten und Veränderungen. Also gute Einflüsse gibt's auch. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren sollen ein bisschen geduldig sein, was die Liebepartnerschaft betrifft. Sie fühlen sich etwas kraftlos. Sie haben jetzt gerade die Lernaufgabe, die inneren Kraft, Vertrauen oder Suchen. Und das liegt in die Ruhe. Also sie brauchen gerade die Erholung, die Ruhe. Auch nichts Großartiges, großes Unternehmen, sondern eher Kleinigkeiten, kleinere Veränderungen oder kleine Reise, jemanden besuchen im Nachbarschaft oder Familie oder ein Fest in Umgebung. Da liegt nämlich die Glück. Und bald nähert sich eine gute Venus-Einfluss von Skorpion und dann kommt die Liebepartnerschaft auch im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen befindet sich in dieser Vollmondposition im Himmelstiefe. Das heißt nicht, dass sie in Stürzen und in Tiefe sind, sondern das ist die Basis, die Fundament. Und das brauchen die Wassermann-Geborenen. Ein fester Boden unter ihren Füßen. Und der Mond ein bisschen einschränkt die Wassermann-Geborenen, weil die Gefühle kommen ein bisschen durcheinander oder kommen die Ängste oder Zweifel. Also das sollte man überwinden und in den kommenden Tagen können sie aber aufatmen, kommt mehr Leichtigkeit. Aber hier spielt die Karma momentan eine große Rolle und das ist die alte Karma hier im Tierkreiszeichen Wassermann. Alte Karma. Es sind natürlich nicht nur Ereignisse,
was wir alles erlebt haben, wovon wir verabschieden sollen, sondern hier sind auch Schätze, Talente, Fähigkeiten, Begabungen oder karmische Verbindungen, Kontakte. Und genau da können Sie die Wassermann-Geborenen gerade bauen. Das ist die Fundament. Es spielt sich wahrscheinlich im Unbewussten an. Vielleicht kommt eine Idee oder eine wichtige Begegnung und das sollen die Wassermann-Geborenen mal bewusst wahrnehmen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist Stabilität, ist auch Klarheit, gute Gespräche, Klarheit, Orientierung und wichtig ist bei den Fischengeborenen die Intuition, Inspiration, Visionen, Träume, weil da sind gerade sehr schöne Einflüsse und das kann für die Fischengeborenen einen großen Vorteil haben, wenn sie das vertrauen und umsetzen in Realität, dass das nicht nur ein Traum bleibt, sondern das zu verwirklichen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft und da braucht man einen Balance, einen Ausgleich. Venus, Uranus stehen gegenüber, Liebe, Partnerschaft. Hier ist auch wichtig, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen, eine Brücke bauen und auch irgendwo in die Mitte treffen. Aber nicht nur die Liebe ist wichtig bei den Wiedergeborenen, sondern auch die Kreativität, die Ideen, was man beruflich umsetzen möchte. Und man startet auch, also einige Wiedergeborenen starten auch ein neues Projekt oder eine neue Arbeit oder Selbstständigkeit gerade. Und das kommt auch in Form, da haben die Wiedergeborenen Glück. Aber sie sollen ihre Kraft richtig einsetzen und nicht nur arbeiten, arbeiten, sondern es ist die Freizeit, die Lebensfreude ist auch wichtig, weil das gibt die Balance, das schenkt Ruhe und dann kann man besser dann vorankommen, auch mit dem Arbeit. Diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Das ändert sich jeden Tag, sogar jede Stunde, weil jeder Moment ist einzigartig. Was ich hier im Tageshoroskopen vermittle, ist es allgemein. Ich erkläre das, wie das die einzelnen Tierkreiszeichen wird, da mache ich schon Unterschiede. Trotzdem ist es noch allgemein. Aber es besteht die Möglichkeit des maßgeschneiderten Anfertigen, Berechnen für Sie persönlich. Und dann können Sie die Fragen stellen, was kommt in die kommenden Wochen? Oder ich habe einen Termin, wie verläuft das? Oder was passiert Jahr 2018, was ist die Tendenz? Was passiert im einzelnen Monaten? Welchen Tagen soll ich achten? Sind da Hindernisse? Und welche Tagen sind für mich vorteilhaft? Wann mache ich Gewinn? Wann habe ich einen günstigen Tag zu einer Liebe, einer Begegnung? Und das kann ich ganz genau beantworten, ganz präzise. Mein Kontaktdaten befindet sich unten bei der Beschreibung. Ansonsten empfehle ich die Telefongespräche. Ich habe meinen eigenen Hotline und da bin ich tagsüber erreichbar. Oder die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.